Ich begrüße euch zu meinem Wintertest. In diesem Video zeige ich euch die Hinfahrt von Lana nach Bozen. So habt ihr einen besseren Überblick, wie ich dann die Auswertung mit den einzelnen Modus gemacht habe. Ich habe ja unterschiedliche Modus dann mit Fahrmodus mit 90 Stundenkilometer, mit 100 Stundenkilometer, mit Eco, Eco Plus und normal mit Vorderheizung und so weiter ausgewählt. Die einzelnen Auswertungen dieser Ergebnisse zeige ich Ihnen dann in einzelnen Videos, wo ich dann die Daten genau aufbereitet habe. Hier kurz zum Video. Hier sieht man, ich fahre zuerst eine Strecke, eine Landstraße, wo man maximal 70 fahren darf. Aufgezeichnet wird alles mit dem Carscanner, der Carscanner-App direkt. Hier ist sie einfach zur Mevo. Die Mevo heißt vom Meran Bozen, sozusagen eine Schnellstraße ist die, wo man meistens 110 Stundenkilometer fahren darf. Manchmal sind einzelne kurze Strecken auch mit 90 Stundenkilometer. Hier beschleunige ich jetzt dann auf 90 Stundenkilometer rauf und fahre die Strecke. Ich zeige das jetzt mal als Beispiel nur mal. Zeitpunkt ist meist zwischen 7 und 8 Uhr in der Früh, wo ich die Strecke abgefahren bin. Das ist meine Fahrt zur Arbeit. Hier rechts oben sieht man den Mendel, die ist recht stark noch verschneit. Der Test war im Anfang Februar wurde durchgeführt. Deswegen, die Schnellstraße ist relativ voll. Man sieht, es ist doch relativ starker Verkehr. Und die Außentemperatur war ca. minus 2 plus 3, 4 Grad meistens. Ich bin konstant dann hier zum Beispiel die 90 Stundenkilometer gefahren mit Tempomat. Hier kommen wir dann zur Ausfahrt Nals. Ab da darf man nur mal 90 fahren. Auch also, weil ich den Test mit 100 gemacht habe, auch hier fuhr ich klarerweise nur maximal das, was zulässig war, die 90 Stundenkilometer. Rechts sieht man nun auch, ich habe auch die Daten von Maps and More in meine Kalkulation mit einberechnet und auch mit der WeConnect und der WeConnect ID App. Sozusagen habe ich eine gesamte Datenaufzeichnung gemacht, mit der ich dann die Auswertung mit Excel dargestellt habe und auch verschiedene Grafiken zu den einzelnen Fahrmodi, zum Beispiel mit Eco, Eco Plus, Normal, mit 90 und 100 Stundenkilometer vorheizen, sozusagen, dass ich das Auto auflade und dann vorklimatisiere und nie und auch einmal nicht vorklimatisiere, was das ausmacht dann. Wie man hier sieht, der Zeitpunkt ist ca. 7.55 Uhr jetzt in der Früh. Ich habe das wieder ein klein wenig noch verpixelt hier rechts, damit man keine Kennzeichen von irgendwelchen Fahrzeugen auslesen kann. Jetzt kommen wir gleich zur Ausfahrt Eppan. Dann sind wir gleich mal in Bozen. Mit dem Maps and More App kann man auch die Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter recht gut auslesen. Jetzt sind wir in Sigmundskroner Tunnel. Auch hier darf man nur niedere Geschwindigkeit fahren. Dann habe ich das Fahrzeug runtergedrosselt. Es ist nicht ganz aktuell, vielleicht das Carscanner hängt ein bisschen nach. Jetzt bin ich in Bozen Industriezone angekommen. Also schaut dann meine Auswertung, meine einzelnen Auswertungen an. Die folgen jetzt der Reihe nach. Jede Woche wird hier ein neues veröffentlicht. Ciao!